Was von außen knuffig und gemütlich ist, lohnt häufig auch einen Blick ins Innere. Genießen Sie die jeweilige Überraschung im Kreise Ihrer liebsten Kollegen. Seien Sie nett zu dem Herrn, der von der Firma gebucht wurde, um Ihnen nach 16 Jahren eine Gehaltskürzung von 70% schonend beizubringen. Er macht auch nur seinen Job und ist am Ende nervöser als Sie. Besuchen Sie von Zeit zu Zeit die Kollegen im Maschinenraum und lockern Sie Ihren Alltag mit einer kleinen Überraschung auf. Denken Sie daran, ohne die Leute da unten würde bei Ihnen da oben ganz schnell das Licht ausgehen. Wir alle wissen, dass schöne Menschen häufig ein bisschen dämlich sind. Vor allem, wenn sie zusätzlich auch noch betont schöne Kleidung tragen. Übergehen Sie diesen misslichen Umstand, glänzen Sie mit Nachsicht und Freundlichkeit. Chefsessel üben seit jeher eine magische Wirkung auf die unteren Chargen aus. Auch wenn es prinzipiell sinnlos ist, erwachsene Menschen zu irgendwas zu ermahnen, wenigstens Sie halten sich da bitte raus. Gibt es auch in Ihrem Büro einen dieser Kartons, die seit Firmengründung nicht mehr geöffnet wurden und von denen niemand mehr weiß, was drin ist? Lassen Sie es bitte dabei, es wird seine Gründe haben. Und hier noch ein Geheimtipp. Wenn der nächste Arbeitsplätze-Tauschtag ansteht, versuchen Sie, in die Verpackungsabteilung versetzt zu werden. So monoton die eigentliche Arbeit auch ist, sie bietet geradezu dionysische Ablenkungsmöglichkeiten.